Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott lässt dich nicht im Stich, auch wenn du manchmal denkst, er hört dich nicht oder er sieht dich nicht. Und viele Beispiele zeigen uns, dass folgender Bibelvers wahr ist. Wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das steht im Hebräer 10, Vers 35. Und vertraue du auch Gott in deiner Situation. Ja, das ist ein guter Rat. Vertraue Gott in deiner Situation. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Ja, Gott ist das Maß aller Dinge. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Gott ist das Maß aller Dinge. Welches Maß haben wir? Wir haben so verschiedene Maße und dann sagen wir, ja, klein, ja, etwas größer, groß hätten wir es gerne. Wir hätten es gerne lang, wir hätten es gerne kurz und für den einen ist lang so viel, für den anderen ist lang so viel oder groß so viel, für den anderen ist es die ganze Welt und so weiter. Das ist alles irgendwie ein emotionales Empfinden und es wurde ja sozusagen die Maßeinheit Meter und Zentimeter erfunden oder wie soll ich sagen, festgelegt. Es gibt natürlich auch Zoll. Die amerikanischen Freunde, die haben ihr Zoll und dann gibt es wieder Kilogramm. Ihr wisst, es gibt so vieles. Aber was ja er ist, also ein Meter ist festgelegt, egal ob man jetzt so einen Maßstab von uns hat oder irgendwo im Baumarkt einen kauft. Oder irgendwo auf dem Handy einen Meter misst. Oder ein Meter ist ein Meter. Weltweit, das ist festgelegt. Ein Meter ist ein Meter. Und so etwas, so eine feste Maßeinheit für uns, für unser Leben, ist die Bibel. Das, was Gott dort verspricht, das ist was Festgelegtes. Er sagt nicht, ich liebe dich manchmal nur ein bisschen, sondern dort ist festgelegt, er liebt dich. Punkt, fertig, das ist eine feste Maßeinheit und nicht, ach, wenn ich nicht so brav bin, wenn ich gesündigt habe und so weiter, da verändert sich nichts, Gott liebt dich und du kannst dich wirklich auf Gott verlassen und er sagt auch in der Bibel, ich bin der Herr, dein Gott. Und du kannst natürlich auch Ja dazu sagen oder auch Nein sagen. Du kannst auch sagen, okay, meine Maßeinheit sind 20 Zentimeter, das reicht mir oder was auch immer. Oder für dich ist ein Meter was ganz anderes als das Festgelegte. Du kannst das verschieben, selbstverständlich in lang, kurz und so weiter. Aber ich sag dir, nimm die beste feste Maßeinheit und das ist die Bibel und alles, was da drinnen steht. Und da kannst du dich berufen, auch im Gebet. Danke, Herr, dass du mein Gott bist. Danke, Herr, dass du mein Heiler bist. Danke, dass du mein Erlöser bist. Danke, dass du meine Lösung bist. Und das sind feste Maßeinheiten, die du wirklich einfordern kannst. Und das liebt Gott, wenn du vertraust, dass du wirklich in die feste Maßeinheit der Bibel vertraust. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir unser Vertrauen auf dein Wort, auf deine Zusage setzen dürfen und da auch die Gewissheit haben, Herr, die funktioniert. Herr, wir mit unseren Emotionen verschieben wir immer die Maßeinheiten, was groß und klein ist oder mehr oder weniger. Ich danke dir dafür, Herr, dass es dein Wort gibt, wo es festgeschrieben ist. Auch in dieser Zeit, in der wir in so viel Ungewissheiten leben, dein Wort bleibt. Danke. Amen. Ja, sein Wort bleibt. Und bevor wir hören, was Gott getan hat, möchten wir für Menschen beten. Und eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Ihr Lieben, ich habe schon einige Jahre Probleme mit beidseitiger Schwerhörigkeit und Diabetes 2. Bitte betet um Heilung. Und gerade vor ein paar Tagen haben wir erlebt, wie Gott Ohren aufgetan hat. Und dasselbe kann er wieder tun. Und Jesus, ich danke dir für diese Frau, die so schlecht hört an beiden Ohren. Und ich danke dir, dass du ihre Ohren auftust. Du hast es schon so oft getan und du kannst es wieder tun. Und ich danke dir, dass du diese Frau berührst. Und du kannst auch ihren Diabetes wegnehmen. Danke, Jesus, dass deine Heilungskraft auch heute noch mächtig ist und dass du diese Frau berührst.
berührst, dass sie gesund sein darf, so wie es in deinem Wort steht. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per WhatsApp erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Vielleicht können Sie für mich beten. Ich leide sehr unter dem Tod meines Mannes. Vielen herzlichen Dank für Ihre Gebete. Und ich möchte für alle beten, die in Trauer sind und die wirklich so auch dadurch in Not sind. Jesus, und ich danke dir, dass du alle Menschen kennst, die irgendjemand verloren haben oder die in Trauer sind oder wo so eine Leere entstanden ist. Und du kennst aber auch ganz besonders diese Frau, die uns geschrieben hat, die unter dem Tod ihres Mannes leidet. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Witwen und Waisen. Und wir möchten sie einfach in deine Hände legen, diese Frau, und ich danke dir, dass du ihre innere Leere fühlst mit dir, mit deiner Liebe, mit deiner Nähe, mit deinem Frieden und mit deiner Kraft. Und ich danke dir, dass du das bei jedem tust, der allein ist, der sich einsam fühlt und der auch vielleicht jemand verloren hat. Danke, Jesus, dass du das ausfüllst, was da fehlt, wo diese Leere ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und du darfst uns gerne dein Gebetsanliegen schicken. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Ein Gebetsanliegen für eine junge Frau. Die Ärzte sind ratlos. Sie schreibt: Bitte betet für unsere Tochter. Die Blutgefäße in ihrem Kopf sind entzündet, sodass es zu kleineren Schlaganfällen gekommen ist. Die Ärzte können sich die Ursache nicht erklären. Sie ist 36 Jahre alt und hat einen kleinen Sohn. Oh Herr, danke. Solche Gebetsanliegen liegen einem so am Herzen und man hat so ein Mitgefühl. Und danke, Herr, dass du das auch hast, Herr, dass du Heilung möchtest und Heilung geschaffen hast, Herr, ermöglicht hast. Und Herr, begegne auch dieser Frau und Herr, danke, dass die ganzen Blutgefäße wieder ihre Normalität annehmen, die Entzündung weicht. Ich danke dir, Herr, danke, komm mit deinem himmlischen Frieden, deiner himmlischen Heilung auch in diesen Kopf hinein und in das ganze Leben, in den ganzen Körper hinein. Und ich danke dir dafür, dass wir deine himmlische Normalität ausrufen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und per E-Mail erreichte uns dieses Gebetsanliegen einer Frau. Liebes Gebetsteam, bitte betet für mich. Ich benötige dringend Heilung, leide an Spätfolgen von Corona, kann nachts nicht schlafen, ständige Kopfschmerzen, total erschöpft ohne Kraft, liege nur noch im Bett. Ich bitte euch um eure Gebetsunterstützung. Ich vertraue auf das Eingreifen Gottes. Nur er kann mich heilen und wiederherstellen. Ja, das ist die beste Einstellung, wenn man Gott vertrauen. Und bestimmt sagen einige, die jetzt zuschauen, ja, ich habe das auch oder ich kenne jemanden, der das hat. Wir wollen uns jetzt eins machen für all die, die Corona-Spätfolgen haben und wollen dafür beten. Danke, Herr. Danke, Herr, du kennst diese Menschen, die nicht mehr fit geworden sind nach Corona, die einfach keine Leistung mehr haben, Schlafstörungen haben. Ich danke dir dafür, Herr, tu du das Wunder, dass keine Ärzte tun können, keine Medikamente tun können. Ich danke dir dafür, komm mit neuer Kraft, Herr, mit neuem Lebensmut, mit neuer Fülle in diese Menschen hinein. Herr, dass es besser ist, Herr, die Kraft besser ist, als es zuvor war. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und so viele Menschen haben uns wieder geschrieben, wie Gott eingegriffen hat in ihr Leben. Und einige möchte ich gerne vorlesen. Und eine Mutter schreibt eine Gebetserhörung von ihrem Sohn. Liebe Geschwister im Herrn, ich möchte euch danken für eure Gebete. Ich habe das Anliegen für meinen Sohn öfter an euch gesandt. Er brauchte eine Ausbildungsstelle. Der Herr hat die Gebete erhört. Er hat die Ausbildungsstelle bekommen. Ich bin dem Herrn so dankbar. Und auch euch für die Gebete. Der Herr segne euch. Und ein weiteres Zeugnis heißt: Keine Keime mehr vorhanden. Mein Zeugnis: Gott hat ein Wunder getan. Vor 3 Wochen musste meine Mutter nach einer Hüftoperation erneut ins Krankenhaus, denn der radiologische Befund hatte einen Keim ergeben.
Ich rief bei euch an und bat um Gebet. Bei ihrer Wiedereinlieferung wurde eine erneute Probe entnommen. Heute erhielten wir den Befund, kein Keim vorhanden. Das ist ein Wunder. Danke Gott und danke euch für euer Gebet. Wie wunderbar, wenn die Keime einfach so verschwinden. Und mit Gottes Hilfe ist alles möglich, schreibt eine Frau. Viele Gebete wurden bereits erhört. Mein Vater, der lebensbedrohlich erkrankt war, ist wieder gesund geworden. Alle Ärzte hatten es für unmöglich gehalten. Aber mit Gottes Hilfe ist eben alles möglich. Unsere Tochter wurde in vielen schwierigen Lebenslagen geholfen. Sie hat inzwischen 2 Kinder, obwohl auch die hätten laut Aussage der Ärzte schwierig zur Welt kommen sollen. Es ging aber alles ganz einfach. Unser Schwiegersohn hatte 2 Schlaganfälle. Auch er ist vollständig genesen. Danke für eure tolle Arbeit und danke fürs Mitbeten. Wie wunderbar, so viele Gebetserhörungen. Und eine weitere Frau schreibt uns, schmerzfrei und Absetzen der Medikamente. Vor einigen Monaten habe ich euch um Gebetsunterstützung für meinen Rücken gebeten. Er ist jetzt ganz ohne Schmerzen. Danke für euer Gebet. Auch habt ihr für Heilung der schizophrenen Psychose gebetet. Ich kann jetzt meine Tabletten langsam absetzen und meinen Haushalt mit Hilfe meines Mannes schaffen. Und Jesus schenkt Hoffnung in aussichtslosen Situationen. Wie schön. Ja, ich finde es immer so gut, wenn Gott etwas berührt, wo man sich normalerweise zufrieden gibt, sagt, das ist ja im Alter so, oder wenn die Krankheit diesen Verlauf hat, dann muss man sich halt mit abfinden, dass solche Dinge berührt werden und es wieder aufwärts geht. Ich sag dir, hast du was erlebt, wo es bei dir wieder so richtig aufwärts geht? Lass es uns wissen. Die Nummern, die Kontaktdaten sind eingeblendet. Wir hatten es von der Maßeinheit und ich rate dir, jede Entscheidung, die du triffst, überlege, ob sie in die Maßeinheit der Bibel hineinpasst. Und wenn sie in die Maßeinheit der Bibel hineinpasst, dann sei dir sicher, Gott ist mit dir an deiner Seite. Und du darfst Freude haben und du darfst mit einer Gewissheit beten, danke Herr, dass du das und jenes für mich in Erfüllung bringst. Zum Beispiel erst auch der Gott, der heilen möchte. Du darfst wirklich bitten, heile mich. Du musst nicht erst fragen, oh Gott, willst du heilen? Ja, er will. Zeit und Stunde müssen wir ihm überlassen, aber es ist schön zu wissen, Gott will. Vielleicht bist auch du ermutigt worden, uns dein Gebetsanliegen zu senden, dass Gott etwas tun kann in deinem Leben. Wir helfen dir gerne beten. Schick es einfach an die eingeblendete Info und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir wollen dich jeden Mittwoch ermutigen. Aber wenn du mehr möchtest, wir haben auch das E-Mail Ermutigung der Woche. Wenn du da dich noch nicht angemeldet hast, kannst du es gerne kostenlos tun. Du bekommst dann jeden Montag eine E-Mail mit einer neuen Ermutigung. Für heute verabschieden wir uns und wünschen dir Gottes Segen und alles Gute. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.